Im Mittelalter kippte man schmutziges Wasser einfach aus dem offenen Fenster. Heute ist das ganz anders. Wir betätigen die Spülung oder ziehen den Stoppel. So gelangt das gesamte Wasser, das in Haushalten, dem Gewerbe oder der Industrie benutzt wird, in das fast 90.000 Kilometer lange öffentliche Kanalnetz. Und schließlich in eine der mehr als 1.800 österreichischen Kläranlagen. Pro Kopf und Tag produzieren wir in Österreich rund 200 Liter Schmutzwasser. Auch dieses Schmutzwasser ist heute anders als noch im Mittelalter. Heutiges Abwasser ist durch den Einsatz von Putz- und Waschmittel stärker belastet als früher. Auch immer mehr Reststoffe gelangen in die Kanalisation. Essensreste, Öle, Hygieneartikel, Farben und Lacke sowie Zigarettenstummel landen oft im Kanal, gehören aber weder in den Abfluss noch in die Toilette. Derzeit sind fast 94% der österreichischen Bevölkerung an zentrale Kanalsysteme und Kläranlagen angeschlossen. Die Instandhaltung des Kanalsystems ist wichtig, um einen Austritt des Abwassers zu verhindern. Würde Abwasser austreten, so wären nicht nur die umliegenden Böden, sondern auch das Grundwasser gefährdet. In Österreich kümmern sich daher mehr als 10.000 Menschen um die sichere Ableitung und die anschließende Reinigung des Abwassers. Abwasserreinigung erfolgt in Kläranlagen meist in drei Schritten: mechanisch, biologisch und chemisch. Grobe Feststoffe werden mechanisch mittels Rechen aus dem Abwasser entfernt. Im Sandfang und dem darauffolgenden Vorklärbecken sinken durch die Verringerung der Fließgeschwindigkeit mineralische Verunreinigungen zu Boden. Feine Steine, Kies oder Glassplitter können so bereits entfernt werden. Das sind etwa 30% aller organischen Stoffe. Im Belebungsbecken bauen Bakterien und andere Mikroorganismen organische Abwasserinhaltsstoffe biologisch mit Hilfe von Sauerstoff ab und bilden den sogenannten Belebtschlamm. Im Nachklärbecken wird das gereinigte Abwasser vom Schlamm getrennt. Die Reinigungsleistung einer Kläranlage mit einer Kombination aus mechanischer und biologischer Reinigung liegt hier bereits bei 90-95%. Den so entstehenden Belebtschlamm nutzen die Kläranlagen meist selbst zur Energiegewinnung und entsorgen ihn danach ordnungsgemäß. In Kläranlagen werden Nährstoffe chemisch entfernt. Das sind vor allem Stickstoff und Phosphor. Stickstoffverbindungen im Abwasser werden durch Mikroorganismen abgebaut. Phosphor wird durch chemische Verfahren aus dem Abwasser entfernt. Dies verhindert Nährstoffanreicherung und übermäßiges Algenwachstum im aufnehmenden Gewässer. Das so gereinigte Abwasser wird von der Kläranlage direkt in ein Gewässer eingeleitet. Dank der Abwasserreinigung verfügen mehr als 80% der österreichischen Gewässerstrecken über eine gute Wasserqualität. International gesehen trägt Österreich somit bei, europäische Flüsse und Meere sauber zu erhalten. Weitere Informationen rund um das Thema Wasser gibt es auf www.generationblue.at, der Wasserwissensplattform des Lebensministeriums.